Löwenzähnchen, die Ausreißer. Hinter dir ist auch noch eine. Ein bisschen weiter. Ja, noch ein kleines Stück Keks. Super. Warte, ich komme runter. Ja, sehr gut, mein Großer. Damit die beim nächsten Sturm besser halten, brauche ich eine festere Schnur. Ich besorge gleich eine neue. Und du willst nicht mitkommen, Keks? Ich soll dir ein paar Leckerlis mitbringen. Wusste ich's doch. Bis später, Keks. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Wer maunt denn da und ruft nach mir? Bin schon unterwegs und such nach dir. Hier wird gemaunzt. Oje, oje, oje. Ganz schön hoch hier. Klettern ist Pipi einfach. Wie kommen wir hier wieder runter, du Schlauberger? Ich klettere zuerst. Brauchst du Hilfe? Hilfe! Carolina! Halt dich fest und zieh dich wieder hoch. Ich kann das nicht. Du schaffst das. Puh, das war knapp. Ich bin Carolina. Danke. Ich bin Keks. Du bist aber ein dicker Kater. Verkekst. Nein, ich bin kein Kater. Bist du ein Löwe? Oder ein Tiger? Löwen und Tiger sind auch ganz große Katzen. Nein, ich bin ein Hund. Magst du Katzen? Ja, sehr. Zum Glück. Ich könnte einfach hier runterspringen. Nein, Carolina, das ist viel zu hoch. Und außerdem sind wir noch nie von so weit oben gesprungen. Na und? Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Wo rennt Keks hin? Ich glaube, er will uns helfen. Was ist das? Wolle. Ihr könnt euch an den Faden festhalten und dann daran runterklettern. Super Idee. Und wenn wir runterfallen? Quatsch, das ist bestimmt Pippi einfach. Kasper, pass auf! Aua! Kasper? Hast du dir wehgetan? Alles Paletti. Aber das mit dem Faden funktioniert nicht, Keks. Jetzt weiß ich, was wir brauchen. Endlich hier runter. Hier, auf dem Stock könnt ihr nach unten balancieren. Super Idee. Da falle ich bestimmt. Quatsch, Matsch. Katzen können doch richtig gut balancieren. Alles okay. Nichts passiert. Ob ich einfach runterbalancieren kann? Ja, aber klar. Du schaffst das. Ja, so? Los, weiter. Uiuiui. Ja. Vorsichtig. Gut so. Ja, geschafft. Prima. Wir sind alle geklettert. Oh, wenn wir das Mama erzählen. Boah, ihr seid echt mutig. Vorsicht, Kinder, ein Hund. Keine Panik, Mama. Das ist doch Keks. Er hat uns geholfen, von da oben runterzukommen. Nett von dir, Keks. Klettern und Balancieren ist Pipi einfach. Ich bin stolz auf euch, meine Kleinen. Kasper, Karl, alles in Ordnung? Das war echt cool. Cool. Was ist mit dir, Carolina? Ich wäre so gerne schon groß. Ich weiß, wer dir helfen kann. Deine Mama. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir. Oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz. Mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschplatschtanz. Mama,
bitte zeige mir, wie putze ich mir mein Fell. Fange ich mit den Pfoten an? So ganz langsam oder schnell? Liebe Mama, du bist da so ganz nah. So puschel, wuschel, ja, so wuschel, wunderbar. Mama, Mama, zeige mir, wie fange ich es bloß an, dass ich genauso schnell wie du auf die Bäume klettern kann. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah. Schönes Lied. Das stimmt. Mama, Keks. Was macht ihr da drin? Wir spielen Höhle. Echt? Ist das nicht ganz schön dunkel? Unsere Katzenaugen sehen im Dunkeln perfekt. Cool. Und deine sind so schön grün. Danke. Nett von dir. Komm, Karl. Du passt hier auch noch rein. Oh ja, komm. Dann müsst ihr euch aber ganz schön quetschen. Nö, das passt genau. Das habe ich mit meinem Bart ausgemessen. Mit dem Bart? Ausgemessen? Verkekst. Mit unseren Barthaaren können wir genau spüren, wann es zu eng für uns wird. Das hilft uns auch im Dunkeln. Oh, praktisch. Ja. Bist du denn auch nachts unterwegs? Ich? Nachts? Nein, da liege ich doch in meiner Kuschelhütte und schlafe. Mama, wenn ich groß bin, fange ich Mäuse für dich. Dann kannst du auch nachts schlafen. Ich hab Hunger, Mama. Ich auch. Na dann suchen wir uns schnell eine Kuschelecke zum Trinken. Willst du auch Mamas Milch trinken, Keks? Nee, ich krieg Leckerli von Fritz. Tschüss. 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 Ciao, miau. Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut. Dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Och, komm schon. Hm? Na also. Übrigens, noch mehr über die Folge erfährst du auf zdftv.de.